Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch ein paar Informationen über das neue Fahrzeug erzählen, das jetzt reingekommen ist, und zwar der Kugler. Ein Ein-Personen-Fahrzeug ist das auf jeden Fall, und weitere Informationen werde ich euch dann in der Runde Solo geben. Außerdem gibt es jetzt auch wieder für 7 Tage das Gauntlet Solo Test Event, wo euch auch, wenn ihr den besten 3% seid, für das 100.000 Euro Turnier qualifizieren könnt. Und dort hat man eben halt die Chance, diese 100.000 letztendlich zu gewinnen. Und dann sehen wir uns gleich in der Runde. Jetzt zu einer Expeditionsbasis, denn dort kann man die Kugler hauptsächlich finden. Es ist ein Ein-Personen-Fahrzeug, wie ich eben gerade schon gesagt habe. Und wenn man runter einen Berg runterrollt, bekommt man extrem viel Schwung. Vorne ist zusätzlich noch ein kleiner Grappler dran. Mit dem kann man sich zwar nicht allzu schnell ranziehen, aber trotzdem mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und man kann vor allen Dingen den unendlich oft benutzen und kann sich so ein bisschen wie Tarzan zwischen Bäumen rumschwingen und auch an Bergen ordentlich Speed holen. Wie ihr seht, hier spawnen auch ziemlich viele immer. Ich glaube, es gibt auch keine Begrenzung, dass es mit Zufall ist, ob welche spawnen und ob keine spawnen. Hier die Animation ist jetzt auch neu vom Trinken eines Heilungs-Items. Und als nächstes werde ich zur nächsten Neuerung gehen. Und wie man es hier schon sehen kann, kann man immer so einen kleinen Boost machen. Kann sich hier ran grappeln. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespielt und dann hat man hier wirklich auch schon ganz guten Dreh raus. So, hier ist leider nicht das Gewünschte. Auf jeden Fall kann man hier wirklich ordentlich Speed rausholen. Ich hoffe jetzt, dass ich mein Item finde, das man jetzt auch noch bekommen kann. Und wie ihr es vielleicht auch schon gesehen habt, ist jetzt die AK nur noch in Grau, Grün und Blau zu finden. Dafür nicht mehr in Episch und Legendär. Und sie macht ein bisschen weniger Schaden. Nämlich nur noch 36, 38 und 40, wenn ich dabei richtig liege. Wert habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das dürfte nie sein. Man kann auch instant rausgehen. Das heißt, man muss nicht erst irgendwie 3 Sekunden die Aussteigtaste drücken. Und gerade wenn man gegen Gebäude rammt mit dem Boost, kommt man nochmal einen ordentlichen Boost in die entgegengesetzte Richtung. Ich hoffe, dass jetzt hier das ist. Genau, da unten sieht man schon Verkaufsautomat und da gibt es jetzt eine große Änderung. Und zwar seht ihr, da ist kein Preis mehr. Werden wir mal jetzt etwas kaufen. Kein Holz verloren oder Stein oder Metall. Und dafür ist jetzt der Verkaufsautomat weg. Das heißt, man kann Verkaufsautomaten komplett kostenlos benutzen. Allerdings sehen wir halt immer nur einmal pro Runde. Und ich spawn eben halt auch nicht mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Ihr seht, hier kann man sich wirklich gut entlang grappeln. Das geht echt super schnell. Zusätzlich wurde hinten in Snobby Shores ein kleines Haus von Wikingern überfallen. Das ist jetzt Stil wie das Wikingerdorf. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Und die Inneneinrichtung, beziehungsweise die Mauern vom neuen Gebäude in Tilted Towers wurden jetzt auch schon ein bisschen gebaut. Ja, auf jeden Fall kann man sich hier mit dem Fahrzeug sehr schnell fortbewegen. Als nächstes wird dann auch wahrscheinlich am Donnerstag wieder der Getaway Modus rauskommt. Das war der Raubzug Limited Time Mode in Deutsch. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr cooler Modus. Dazu wird es wahrscheinlich auch neue Challenges geben, wo man dann Items gewinnen kann. Und es wurde auch zum Beispiel noch für Renegade Raider eine zweite Stil-Option hinzugefügt. Genauso kann man jetzt vom Elite Agenten Skin den Helm abnehmen. Ist auf jeden Fall ganz schön, dass auch so alte Skins nochmal eine kleine Verbesserung bekommen.
Und so sind die dann auch nochmal attraktiver. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass Renegade Raider in den Shop kommt. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich unwahrscheinlich. Trotzdem ist es für die, die den Renegade Raider eben halt haben, nochmal eine extrem gute Option, dass man dort eine weitere Stiloption hat und so nicht immer mit den identisch Skins spielen muss. Sonst gab es, glaube ich, keine. Es gab noch ordentlich Bugfixes. Demnächst kommt eben halt auch noch mal ein weiteres Event. Wie ihr seht, ich spiele hier jetzt ja auch gerade den Gauntlet-Modus. Und der geht jetzt noch mal 7 Tage in der Verlängerung. Die besten 3% werden das nächste Event spielen können. Und dort kann man dann letztendlich 100.000 Euro verdienen. Ist auf jeden Fall wieder ganz cool von Epic Games. Da ist auch ein kleines Lama für mich. Auf ganz ehrenwert. Ihr seht, hier bekommt man wirklich einen Speed drauf. Wirklich einen sehr, sehr krassen Speed. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn man das auf einer Schräge stehen hat. Dann ist das weg. Ich lasse es jetzt mal kurz auf der Schräge. Ihr seht, wie schnell das dann immer doch weg ist. Und sonst wurde noch zu allen Heilungs-Items eine Animation hinzugefügt, wo dann auch häufig der Deckel abgenommen wird. Und zum Beispiel die von Medkit, die Animation ist auch noch sehr interessant. Ist auf jeden Fall mal wieder ganz cool. Sonst wurden noch ein paar Soundbugs behoben. Ein paar Soundeffekte auch entfernt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder die Top 25 erreicht. Geht mit dem Gefährt hier ziemlich easy. Weil man ja auch 300 Leben zusätzlich hat. Weil man in der Kugel logischerweise nicht angegriffen werden kann. Die hat ja mal 300 Leben, wie ich schon gerade gesagt habe. Das heißt, da hat man auch nochmal ganz guten Schutz. Sie ist ja eigentlich auch relativ schnell im Wasser. Ihr seht, das geht definitiv von der Geschwindigkeit. Ist auch immer ganz schön, dass man so ein Fahrzeug hat, das schnell über Wasser fahren kann. Und eben halt auch gerade so in Wäldern kann sich hier lang grappeln. Sonst was. Da ist jetzt auch der nächste Gegner, den werde ich natürlich angreifen. Sicherlich bin ich da gerade auch runtergefallen. So, es wird jetzt ein bisschen anstrengend. Erstmal in die Zone kurz rein. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist, aber die ganzen Risse werden jetzt auf der Karte angezeigt. Ich habe einen krassen Laser bekommen. GG. So, hier sieht man auch die Animation. Sehr cool auf jeden Fall. Es wird mal wieder ordentlich geschwitzt in diesem Modus. Natürlich, wenn es um Preisgeld geht, ist es auch nochmal etwas ganz anderes. Sonst gab es keine wesentlichen Änderungen, außer im Rettet die Welt-Modus noch. Und ich glaube, das war es definitiv an Patch Notes. Ich werde jetzt noch die Runde zu Ende spielen. Und mal gucken, ob ich da überhaupt noch irgendetwas machen kann. Erreiche die Top 15, genau, das wurde auch nochmal geändert, dass man jetzt ab der Top 15 schon Punkte erhält. Das war
Das war ein bisschen unfair eigentlich schon, könnte man sagen. Ich habe jetzt wieder ein paar Leben. Es wurden auch noch ein paar Soundeffekte hinzugefügt, dass man weiß, wann man wenn man Leben durch einen Kill bekommen hat. Und es gibt jetzt auch wieder Disco-Dominanz. Und es ist ein bisschen schade, dass man 10 Sekunden Respawn-Time hat. Ich hoffe auch, dass sie diesen Bug mit dem Ping fixen, dass man so einen hohen hat. Ich denke mal, es wird aber auch in den nächsten Tagen dann passieren. Wahrscheinlich am Donnerstag mit einem kleinen Patch nochmal. So ist nämlich normalerweise. Ja, hier könnt ihr auf jeden Fall ordentlich reinschwitzen und versuchen dann letztendlich die 100.000 zu ergattern. Wenn ihr gut genug seid, natürlich. Und es kann wirklich gut sein, dass es Challenges zum Getaway Limited Time Mode gibt, weil es in den Data Files auch noch 3 Llama Backpacks gibt. Also diese Juwel-Lamas, die es eben halt im Getaway-Mode gibt. Einmal in Rot, Grün und Blau, glaube ich. Dazu gab es ja schon mal Challenges. Kann sein, dass die jetzt nochmal extra hinzugefügt werden. Zusätzlich gibt es in den Data-Files das nächste Starter-Pack. Das diesmal jetzt auch ein Ananas-Waffenlackierung bei. Und und sonst gibt es noch eine weitere Lackierung in den Data Files. Und zwar eine animierte Lackierung. Die ist episch, wird dementsprechend wahrscheinlich 800 V-Bucks kosten. Und sieht auf jeden Fall cool aus im Lava-Stil. Eben halt so Vulkan, schwarz und. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und. Lava-mäßig. Sieht cool aus. Ich denke mal, ich werde es mir kaufen. Weil ich generell so Waffenskins einfach cool finde. Und ich sonst eigentlich genug Skins habe. Weil hier kommt man wirklich schnell in die Zone. Vor allen Dingen in diesen ganzen Modus, wo es so ein bisschen eher geschwitzt wird. Das ist eben halt eine extrem gute Alternative. Weil nun mal das in die Zone kommen sich mal des Öfteren als etwas schwieriger erweist. Den werde ich jetzt trotzdem einmal angreifen. Könnte jetzt gefährlich sein. War es auch zum Teil. Da gibt er mir den One Pump und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Abo und ein Like da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video wieder.